Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 155. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in der letzten Woche Schönes gemacht habe. Auf meiner Modellbahn natürlich. Und ich bin Uli. Los geht's. Was will ich heute machen? Ich habe auch geschrieben, ein Wochenupdate. Da ich ja derzeit mit meinem Lasercut ein bisschen beschäftigt bin, möchte ich nachher im zweiten Teil mal drauf eingehen, da ich viele, viele Fragen bekommen habe. Was kostet das? Ich habe es zwar in einem vorletzten Video, glaube ich, schon mal ein bisschen detaillierter eingebracht, aber ich mache es heute gerne nochmal. Was kostet das? Was sind das überhaupt für Ausgaben, die man hat? Was sollte man machen? Was für ein Gerät ist das? Welche Kraft oder welche Stärke soll es haben? Und das möchte ich euch natürlich nachher noch erzählen. Das kommt gleich, also im zweiten Teil. Ich mache bloß mal einen ganz kurzen Update, was ich sonst so Schönes gemacht habe. Und damit würde ich auch gleich anfangen wollen. Denn ich habe im Zuge meines Laserkrams, habe ich was unter meiner Modellbahn gesucht. Und ja, Holz, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich da eine Klappe, da wo meine ganzen Netzteile so hängen an der Wand dran. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gezeigt habe. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, weil ich das irgendwie, wie soll ich jetzt mal sagen, früher herrschte da ein tierisches Chaos. Da lagen die Netzteile rum, da hingen die Kabel rum. Das habe ich irgendwann mal in Ordnung gebracht. Jetzt hängen die alle schön an der Wand dran. Da ist eine Klappe unterhalb der Eisenbahn. Und wie ich da so rumwühle, habe ich da plötzlich ein Paket in der Hand. Hier. Ne? Und denke, Mensch, was ist denn das für ein Paket? Vor allem noch zu. Ja, es war nicht mal offen. Ich denke, was ist denn das für ein Ding? Und dieses Paket, wo ich mir denken kann, was drin sein könnte, aber ich weiß es nicht wirklich, möchte ich gleich mal mit euch zusammen aufmachen. Da gucken wir einfach mal rein, was da so Schönes sich drin verbirgt. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier rein in dieses Paket und dann kommen wir zum zweiten Teil, die Aufnahmen von der Anlage, das werde ich mehr so als, wie will ich mal sagen, als Bild im Hintergrund irgendwo einflechten in die ganze Geschichte und werde euch das bloß mal mit zeigen, wo das so hin soll und sowas alles. Da werde ich gar nicht viel zu sagen. Ich denke mal, ich erzähle nachher zu dem Laser noch ein bisschen was und jetzt gucken wir erstmal hier in dieses Paket rein, wa? Bleibt dran. Gucken wir mal rein zuerst in das Paketchen jetzt hier. Ich bin ja wirklich gespannt, aber ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Ihr kennt das vielleicht selber auch alle. Man schnackt auf eBay. Darf man das hier sagen? Ja, ich blende ein, dass es keine Werbung ist. Und guckt so ein bisschen, was so vakant ist, was so verkauft wird und so weiter und so fort. Und dann entdeckt man irgendwas, kauft das, kriegt das geliefert. Normalerweise freut man sich, packt das aus, wenn es da ist. Oder man packt das Paket irgendwo hin und sagt, mach ich später. Und so geht mir das jetzt hier. Und so ist das wahrscheinlich auch passiert. Also, ich habe Zeitung gekauft, oder? Guck mal rein. Interessiert mich jetzt selber. Nehmen wir erstmal die Zeitung raus. Aha. Ich habe mir das nämlich fast gedacht. Hier sind Waggons drin. Wagen, die ich mal gekauft habe. Und zwar, ich erinnere mich. Und zwar sind das sehr, sehr günstig. Ach, guck mal, ist ja süß. Ein bisschen Naschwerk dabei, freut man sich, ne? Aber egal. Und zwar habe ich diese Wagen extrem günstig bekommen. Das war von einem denselben Verkäufer. Da kam einer, glaube ich, 3 Euro oder sowas in der Art. Und da habe ich mir gedacht, du baust die ja sowieso alle auf oder aus oder malst die an und die bekommen eine Kupplung und so weiter und so fort. Und da habe ich mir die alle gekauft. Das war wirklich günstig. Ich erinnere mich, das war ja extrem günstig. Guckt mal hier. Ja, ich glaube 3 Euro hatte ich bezahlt für den. Das ist so ein Viehwaggon oder Wagen. Ja. Da kannst du nichts sagen. Da sind ein paar Flecken oben drauf. Das ist vom Benutzen, das ist alles überhaupt kein Thema. Die Räder drehen sich, da sind natürlich die Standardkupplung dran, da kommen ja meine Magnetkupplung dann dran, das kommt ja auch demnächst alles noch im Video. Und wir gucken mal noch an die anderen mit rein. Das hat sich ja richtig gelohnt, das Ding zu finden wieder. Da, und weiter geht's. Was habe ich hier? Sehr schön. Schaut mal hier. Ja, das war das. 3 Eurochen hat es gekostet. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Da habe ich mir mit Sicherheit was bei gedacht. Da habe ich gesagt, ich will mal hier so einen Zug zusammenstellen. Mal was anderes, als ich immer habe. Und weg damit, mit dem Raschle hier.
Und noch ein drittes, was wir auspacken können. Weiß ich auch nicht mehr, was das war. Ja, guck mal hier. Pferdchen. Kannst du immer gebrauchen. Das war mit Sicherheit, logischerweise, ist ja im selben Paket von dem gleichen Verkäufer. Mensch, geh doch mal auf hier. Von dem gleichen Verkäufer habe ich dann noch geguckt, was hat er noch so Schönes. Und der hatte wirklich günstige Sachen anzubieten. Hier, schaut mal. Ist doch süß. Das ist doch das, was man braucht. Preiser 91,50. Kleine Pferde. Super, das passt natürlich. Genau, ich glaube, die haben 5 Euro oder sowas gekostet. Und noch ein Waggon. Da noch ein D-Mark-Preis drauf. Weiß ich nicht, kann man nicht sehen. 54. Kufstein. Rocco. Der 54 Mark wahrscheinlich mal gekostet. Kriege ich jetzt gar nicht richtig auf hier. Nicht doof? Ne, hier drücken, klar. So, gucken wir hier auch noch rein. Ja, ja, das war das auch. Ich glaube, der teuerste waren 5 Euro oder sowas. Hier ist ein Fleck oben drauf. Völlig egal. Wird sowieso bemalt, gealtert und so weiter und so fort. Keine Abbrüche, die ich sehen kann. Alle Puffer sind dran. Ja, was willst du mehr, oder? Schaut euch das an. Da findet man eben mal schnell 5 Waggons bei sich und ein paar Pferde. Kann man nichts zu sagen, wa? Alles klar, meine Freunde, dann würde ich sagen, bleibt schön dran. Jetzt geht es um die Lasergeschichte weiter, da bringe ich euch mal die ganzen Einzelheiten dazu. Und ich denke mal, wird auch interessant. Bis gleich, bleibt dran. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe mir es aber irgendwo gedacht. Aber ist ja auch egal. Jetzt kommen wir mal zu der ganzen Lasergeschichte. Ich hoffe, ich vergesse nichts oder wie auch immer. Ich bin da so ein bisschen vergesslich. Und zum einen kam ja immer mal die Frage, was ist das für ein Gerät? Wie gesagt, ich habe es ja vor circa 3 Wochen, habe ich es ja schon mal im Video eingeflochten, habe eingeblendet, was das für ein Gerät ist, was es kostet. Aber ich weiß nicht, jeder guckt jede Woche ein Video von mir oder wie auch immer. Das sieht man ja an den Aufrufzahlen. Wenn man irgendwo knapp jetzt an der 3400 Abonnenten schrammt und man hat, sage ich mal, 1500 Aufrufen auf dem Video, ist das ja logisch, dass da nicht jeder das Video guckt, sonst hätte man ja gleich 4 Aufrufe, wie man Abonnenten hat oder mehr. Ist ja nicht schlimm. Oder manche spulen vor, das ist mit Sicherheit auch so, wenn die sagen, oh, das ist ja ein langweiliger Part hier, den überspringe ich mal jetzt. Gerne auch das, das ist ja jedem selber überlassen, was er macht und was er sich anguckt. Ich mache ein Video, das geht meistens so 13 Minuten lang. Durch Zufall. Ich habe da nicht wirklich einen Plan hinter, aber irgendwie habe ich das so im Blut, dass ich mal 13 Minuten schwafle irgendwo. Und ja, und da überspringt natürlich der eine oder andere mal ein Part, der ihn nicht interessiert oder spult vor oder was weiß ich. Kann ja jeder machen, wie er will. Ist ja jeden sein eigenes Internet und jeden sein eigenes YouTube, was er benutzt. Nicht sein eigenes, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt rede ich schon wieder unglaublich lange über Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber gut, hilft ja alles nichts. Also, der Laser ist ein Long Array 5. Ich blende es im Hintergrund gleich nochmal mit ein, wo ich ihn gekauft habe. Und er hat 10 Watt. Vielleicht mal zur Geschichte. Ich hatte am Anfang einen Laser, der nur 5 Watt hatte. 5 Watt ist deutlich günstiger, muss man so sagen. Aber, finde ich, hat einige, ja, leistungstechnische Einschränkungen. Also das, was ich machen wollte, Häuserchen ausschneiden aus Sperrholz und gravieren und einbrennen und was weiß ich nicht alles, geht mit dem 5 Watt Laser durchaus schon. Man ist natürlich bei 100% Leistung, die man irgendwo abrufen muss. Muss jeder für sich selber wissen, das wollte ich nicht. Meiner läuft so auf 90% und ich kann doch nicht schneller schneiden. Muss ich das so vorstellen, wenn die doppelte Leistung ist, kann ich auch nicht gleich mit doppelter Geschwindigkeit. Das wird nicht funktionieren, aber ich kann deutlich schneller schneiden und ich kann vor allem tiefer schneiden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann bis 2 cm Holz mittlerweile schneiden bei den 10 Watt Laser Dingens, Diodenlaser, so rum, das wollte ich sagen, dann ist das nicht Vollholz. Das ist auch klar. Da kann ich jetzt nicht irgendwie eine Dachlatte durchschieben, wie auf einer Kreissäge und kann die zerschneiden. Das wird so in der Form nicht gehen. Vielleicht geht es auch. Aber es ist ja so, dass man, wenn man mit der Software arbeitet, gibt man ja eine bestimmte Leistung vor. Das heißt, ich arbeite mit bestimmten Millimeter pro Sekunde, die ich da einstellen kann und auch die entsprechende Laserkraft, wie da dann der Laserstrahl da unten arbeitet. Dann müsste ich ja den Laser ganz, ganz langsam schalten
und ganz, ganz stark, damit ich das durchkriegen würde. Und so muss man sich das auch vorstellen. Wenn man jetzt eben das reinschiebt, das Stückchen Holz, und man würde, ich mache immer wieder so, weil ich so tue, als wenn ich durch eine Kreissäge oder durch eine Bandsäge durch will, dafür kann man es nicht verwenden, das ist auch klar. Man kann natürlich, wenn man sagt 2 cm Holz, dann macht man meistens so 2, 3 oder 4 Durchgänge in der Inbar, immer wieder der Laser über die gleiche Stelle macht. Und dadurch, dass der 10 Watt Laser auch deutlich feiner nochmal ist, das heißt deutlich, wir reden im 0, und Millimeter Bereich, aber er ist wirklich feiner als der 5 Watt Laser und gleichzeitig stärker, kann man eben sauberer schneiden. Und das nächste ist ja Acryl. Wer Acrylglas schneiden möchte oder Plexiglas schneiden möchte, ist mit den 5 Watt Laser wirklich an der Grenze angekommen. Und ich habe noch ein drittes Hobby, von dem ich nie erzählt habe bis jetzt. Das heißt, ich habe Ameisen. Ja, ich weiß, ich bin ein Nerd wahrscheinlich irgendwo. Ich habe Ameisenformikarien. Und da möchte ich ab und zu, wenn ich mal was selber baue, wenn ich mir Acrylglas Scheiben selber schneide, möchte ich oder kann ich nur mit dem 5 Watt Laser, sagen wir mal so 2 mm, 3 ist aber schon sehr, sehr grenzwertig. Da muss ich wahrscheinlich schon richtig drüber und irgendwann habe ich da eine Kerbe reingeschnitten, weil der Laser ja auch heiß ist. Das bringt also nichts. Und da kann natürlich so ein 10 Watt Laser deutlich besser durchschneiden. Und wenn ich so die Gläser oder die Scheiben schneiden möchte, da möchte ich zum Beispiel Löcher rein haben, wo Abluft drankommt oder wo ich einen Ventilator machen kann, dass die Feuchtigkeit ordentlich in den Mess gehalten wird und so weiter und so fort. Da brauche ich dann schon wieder die 10 Watt. Es gibt übrigens auch noch 20 Watt Laser zu kaufen. Aber das wäre dann mir irgendwo zu viel gewesen. Da muss ich sagen, das brauche ich nicht wirklich. Und ich sag mal, was den Laser angeht, auch hier sind wirklich, wirklich Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen werden müssen, weil das Ding wird heiß. Das Ding kann, wenn es ausfällt und auf der Stelle brennt, kann durchaus Feuer verursachen. Also ich habe über mein Lasergerät, habe ich mir noch eine Hülle gekauft, die ist auch direkt von Longer, die kann man aber auch andere Marken oder andere Modelle sich bei Amazon oder eBay oder irgendwo im Internet kaufen. Ich wollte aber den von Longer auch haben, was halt alles ein bisschen zusammenpasst von der Marke her, das ist einfach eine Einheit. Und ich habe mir für unter dem Laser, habe ich mir noch eine 3 mm Stahlblechplatte besorgt, die ich da drunter gepackt habe, weil der Laser, das Gehäuse, also der Deckel, den ich drauf habe, der hat 70 x 70 Maß und so habe ich mir eine Platte schneiden lassen, die ist richtig dick und schwer. Denn das ganze Teil ist bei mir auch wieder in meinem Schrank eingebaut. Ich hoffe, ich mache nachher noch vielleicht 1, 2 Aufnahmen, dass ich euch das zeigen kann. Also unter meinem Stellpult ist noch ein bisschen Platz. Da konnte ich dann in diese Schrank oder unter die Schrankanlage konnte ich den Laser noch mit einbauen, sozusagen, dass ich da eben das Ding hier nicht im Zimmer rumstehen habe, in meiner Männerbude. Das hatte ich am Anfang. Da hatte ich hier wie so ein Tisch stehen und 70x70 ein Alutisch. Dann kam diese Honigwabe da unten drunter noch. Da sagt man, dieses, was man drunter legt, dass der Laser unterdurch das Material schön durchschneiden kann, ohne dass er irgendwelche Schmauchspuren hinterlässt. Und da stand mir nur im Weg rum, bin ich ganz ehrlich. Ich habe meine Abluft gelegt, die läuft dann gleich direkt, die kann ich am Schrank hier. Da habe ich mir so ein System ausgedacht, dass ich da, wie gesagt, ordentlich ablüften kann. Das sind natürlich Sachen, die muss man in der Vorbereitung irgendwo noch mit reinbringen, dass man sagen kann, man kann da irgendwie halbwegs sicher sein. Der Longer zum Beispiel, den ich verwende, der Ray 5, der hat einen Feuersensor drin, der hat einen Rüttelsensor drin, der hat alle möglichen Sensoren drin, so dass im Fall eines Falles, auch wenn ich eine Brennschutzhaube drüber habe, die 3 mm Stahlplatte unten drin habe, wenn es wirklich mal kokeln sollte, dann kommt da, dann schaltet er sofort ab und das durch das Abluftsystem geht das dann auch sehr schnell aus, wenn da was passieren würde. Ich habe es mal ausprobiert. Das funktioniert recht gut. Also das sollte man irgendwo machen. Die Abluftanlage kostet Geld, das muss man wissen. Ich habe mir dann einen neuen Motor reingebaut, der kam irgendwo um die 80 Euro. Da muss man die Schläuche legen. Dann habe ich hier noch einen Wanddurchbruch damals gemacht. Man kann es natürlich auch zum Fenster rauslegen, wenn man will. Und man sollte beim Brennen natürlich immer irgendwo dabei sein und nicht, ich sag mal, das Haus verlassen. Wer die Möglichkeit hat, im Sommer im Garten das Ding zu verwenden, super, geht raus damit, macht's auf dem Tisch, schneidet irgendwas. Mir ist es nichts, ich habe das hier alles angeboten, ich habe ja die Kamera oben reingebaut und so weiter und so fort. Dann kommen wir mal zu den Kosten. Ich habe gerade Kamera gesagt. Ich meine, es ist günstig, wenn man die Software verwendet, wenn man eine Kamera hat, dann kann man das richtig positionieren. Man legt das dann alles, das Holz da rein, pinnt das fest und man hat auf dem Bildschirm, sieht man dann sein Holz. Ich blende es mal im Hintergrund wieder mit ein. Hat man sein Holz und kann dann seine
auszuschneidenden oder gravierenden Teile kann man dann mit der Maus dann ordentlich hinschieben, wo man das gerne hinhaben will. Und genauso wird das dann im Laser ausgeschnitten. Also das muss man alles irgendwo machen. Also nochmal zusammengefasst, der Laser, circa 500 Euro, das muss man einplanen, um halbwegs vernünftig arbeiten zu können. Nach oben ist nie eine Grenze gesetzt. Die Abluft, ich sag mal wieder 90 Euro, die Schläuche 100 Euro muss man einplanen irgendwo. Die Kamera sollte man verwenden, kostet. Ich habe eine 180 Grad Fischaugenkamera mir gekauft. Die kostet auch so um die 80 Euro, das muss man einplanen. Dann die Haube oben drauf, die kostet 89 Euro, die muss man einplanen. Die Stahlplatte unten drunter hat 40 Euro gekostet, das muss man auch einplanen, wenn man das denn so machen möchte, wenn man es gerne sicher haben will. Das sind so Faktoren, die man haben will. Und die Softwarelizenz selber liegt auch so bei 60 Euro ungefähr. Also das ist mal so der Kostenfaktor, den man hat, wenn man sich selber lasern möchte. Und das ist so der Einstieg. Klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man das so sagt, aber jetzt rechnen wir mal gegen, wenn man sich sowas baut, wenn man jetzt sagt, ich habe mein, wie mein Häuschen, ich zeig's euch mal, wie mein Häuschen, was ich hier gebastelt habe. Ich, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Ich bringe in meinem Bastelvideo, das geht online, ich bin schon beim Schneiden, das ist auf Model Creation ist das bald da. Da zeige ich euch das alles, wie ich das gemacht habe. Im Hintergrund werde ich sowieso schon ein bisschen was gezeigt haben, was ich da so, nebenher gemacht habe. Und das sind so Faktoren, wenn man sich jetzt rechnet, was kosten Gebäude, die man kauft als Plastikbausatz oder als Lasercut oder als Laserbausatz. Was kostet das, wenn man sagt, Mensch, so ein Häuschen, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich gehe mal wieder von irgendwelchen größeren Sachen aus, wo man vielleicht wie hier dieses Ringlockschuppen oder sowas, 450 Euro. Und wenn man das mal sich aufrechnet und man hat die Sachen, die man selber gemacht hat, dieses Gefühl, das habe ich gemacht, man kann die Details reinarbeiten gerne, wie man möchte, wie man das haben will, das kann man natürlich alles machen und das muss man mit beachten, dass einem das gefällt, dass das wirklich die eigenen Sachen sind, die man hergestellt hat. Und wenn man sich ausrechnet, wie viel Gebäude man auf seiner Anlage hat und man hat die auch noch alle selber gemacht, rechnet sich das schon wieder. Ja, wenn man aus dem finanziellen Aspekt das Ganze sehen möchte. Natürlich kommt meine Frau auch, die will da mal was haben. Hier soll ich ein paar Blätterchen ausschneiden, da soll ich Tischdeko ausschneiden oder gravieren. Da ist immer irgendwas zu machen. Und dann rechnet sich das. Man muss es benutzen. Also nur um sich ein Häuschen zu bauen, wie ich das jetzt hier habe oder ein ganz anderes, ist ja auch völlig egal, lohnt sich das nicht. Das muss man natürlich auch wissen. Ja, das wären meine kurzen Worte zu diesem Thema. Ich habe wahrscheinlich wieder länger gebraucht, als die ganze Sache wert ist. Ich weiß nicht wert. Nein, kann man so nicht sagen. Die Sache ist viel mehr wert. Aber ich verliere mich immer irgendwo in dem Thema. Gut, dann würde ich sagen, macht's schön gut bis zur nächsten Woche. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Video immer, weil ich, das schöne Wetter ruft, das Hobby ruft, die Hobbys rufen und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, macht's schön gut erstmal bis nächste Woche. Wenn es nicht klappen sollte, melde ich mich auf jeden Fall und sage, diese Woche fällt's aus. Dann kommt den Community-Tab rein und bis dahin, macht's schön gut, euer Uli. Ciao.